Ja, wir nehmen einfach noch ein paar Punkte mit. Hoffe ich. Aber es ist halt schön, wenn du gegen echte Gegner spielst, gegen echte menschliche Gegner sozusagen, weil das ist dann doch ein ganz anderer Reiz. Das ist einfach so. Und Mensch, die Aufstellung ist ja im Moment richtig geil, muss ich sagen. Cristiano Ronaldo auf links. Pogba. Nehmen wir vielleicht auch mal rein. Ich würde mal Walker für Trent Alexander-Arnold nehmen. Pogba, ja, nee, das passt eigentlich. Goretzka ist für mich eigentlich gesetzt, weil er dieses unauffällige Kampfschwein ist, kann man das so sagen. Den man gar nicht so im Spiel sieht, aber der recht viel macht. Aber jetzt gucken wir uns mal den Gegner an. Der spielt im 4-3-1-2, relativ kompakt. Ich würde mal sagen, dass er vermutlich, wenn ich die Aufstellung selber sehe, werden wir sehen, ob es so ist, eher ins Kontern geht und aus Ballverlusten im zentralen und defensiven Mittelfeld heraus schnell nach vorne spielen wird. Wie gesagt, das ist jetzt einfach erst einmal meine Vermutung. Wir werden dann auch gleich sehen, wie das Ganze dann so ausschaut. Und dann würde ich sagen, let's go zur nächsten Partie. Macht's euch Spaß, schreibt's doch mal in den Chat, in die Kommentare. Mir macht's in jedem Fall Spaß. Der Erfolg ist heute auch da. Ich habe auch in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, das war natürlich noch nicht auf dem Kanal, aber wenn ich mal PES gestreamt habe, auch immer mal Abende gehabt, da läuft einfach gar nichts. Das ist so. Lars, müssen wir sehen. Das muss natürlich von uns allen dreien, von der Arbeit, von den Schichten her passen, auch von der Uhrzeit dann. Aber tendenziell ist es bei uns ja denn eigentlich, wenn wir zu dritt streamen, eigentlich immer abends, Schrägstrich, vielleicht nicht gleich um 8, sondern eigentlich eher so eine Geschichten, die dann auch mal um 9 oder um 10 losgehen. Und schauen wir mal. Aber so, zwei Leute kriegen wir eigentlich immer von uns dreien irgendwie zusammen. Wir sind ja auch viel in Call of Duty in der Warzone unterwegs. Ich glaube, der eine oder andere weiß das auch von euch, was wir recht gerne streamen. Da bin ich auch gerade am Überlegen, bei Cold War das Thema einfach noch ein bisschen auf dem Kanal auszubauen. Aber für alle PES-Fans keine Sorge, hier kommt nichts zu spät. Ich habe schon wieder fast ein Dutzend Videos fertig oder auch in Vorbereitung, was Tutorials angeht, was Folgen für den Meisterliga-Modus angeht und so weiter und so fort. Also, ihr werdet euch nicht auf dem Kanal langweilen. Schön den Gegner überlaufen. Da muss natürlich bei der Flanke besser was kommen. Ah, das ist schlecht. Das war ganz schlechter Ballverlust. Und zum Torwart. Wie im echten Fußball. Das macht schon Fehz, oder Freunde? Ballbesitz. Rot. Schade, schade, schade. Mega klasse gespielt. Ja! Das war Absicht, Freunde. Das war One Touch. Ballannahme ins rechte Eck, dass der natürlich so gut da reinklatscht. Aber ja gut, Cristiano Ronaldo. Aber es macht einfach Spaß. Und heute läuft es auch einfach. Damit meine ich nicht nur das Bier, was ich jetzt auch gerade trinke. Ah, schade. Mit Cristiano hätte ich den Schuss schon eben mal riskieren können, muss ich ganz ehrlich sagen.
Jawohl. Glück gehabt. Aber der Gegner kommt. Er kommt. Olli, sehr gut. Ja, Kahn ist schon ein cooler Torhüter auch. Ah, schade. Yes! Das ist heute einfach, ich weiß es nicht. Wenn es einfach läuft, Styles, grüß dich. Ja, es ist echt geil heute. Ich habe bis jetzt alle Spiele gewonnen. Wenn es einmal läuft, dann läuft es. Es klingt total bescheuert, aber es ist so. Ich kenne auch PES-Abende, da möchte ich im Boden versinken und mir wünschen, ich hätte das an dem Tag nicht gestreamt, aber das gehört auch dazu. Aber es läuft halt einfach. Wisst ihr, was das Geile ist bei PES? Wenn es läuft, ich mache mir keine Gedanken, wie ich spiele. Das war eben alles, auch die Kombination vorne eben, die mit Ronaldo eben zum Tor geführt hat. Auch das davor. Einfach spielen. Ich spiele einfach. Ah, jetzt foult der Gegner schon. Ja, ist mir egal. War ein hässliches Tor, gebe ich zu. Jopi Hansen, wieso schreibst du Skriptalarm? Bitte mal erklären. Glück gehabt. Glück gehabt. Timmer, alles cool. Ich frage ihn ja, was er meint. Keine Ahnung. Sechsunddreißig Minuten gespielt. Ach so, meinst du das, Juppie? Ja, keine Ahnung, ob das so ist. Das Gesetz der Serie, natürlich, ist es irgendwann so. Aber ich hoffe doch nicht, dass ich jetzt hier noch vier Tore kriege. Oh, schön gespielt, schön gespielt. So, wir wollen natürlich mit dem 3-0 hier. Norman Tuchel. Was heißt Slapstick, wenn du auf Ballgewinne gehst? Und mir passiert das auch mal, dass ein Gegner mir so den Ball abnimmt. Ich finde das an sich schon nachvollziehbar, ja. Okay, ich muss mich jetzt auf das Spiel konzentrieren.
Oh Gott. Also da hätte ich ja jeden anspielen können. Oben. Auch bei sowas immer den Radar nutzen. Also ich gucke da gerne hin. Ja. Sehr schön gemacht. Frank Lampard 4-0. Lars, grüß dich. Ja, auf jeden Fall. Das wünsche ich dir auch und wir sehen und hören uns. Oh. Jetzt habe ich ein bisschen gepennt, aber ich gönne ihm schon sein Tor, um Gottes Willen. Will dir ja auch nichts Falsches sagen. Alles cool. 4-1, Marco van Basten. 55 Minuten gespielt. Aber jetzt nicht zu Bruder Leichtfuß werden. Das möchte ich nicht. Lampard! Oh, Traumtor. Komm, hört auf. Also, ein absolut geiles Tor. Aber ich bleib dabei, wenn es mal läuft, dann läuft's. Guckt euch das bitte an. Es ist unglaublich stark. Bam, genauso ist es. Wahnsinn. Keine Sorge, ich kenne solche Abende auch gegen mich. Das ist jetzt nicht so, dass ich hier dauernd die Gegner alle in Grund und Boden spiele. Aber wie gesagt, es läuft halt einfach. Ich mache mir keine Gedanken, die ich spielen muss. Außer natürlich in der Grundformation. Oh. Guten Abend, Minger, Kai Heinzmann. Hi, grüß dich. Ja, Wahnsinn. Okay. Da weiß ich jetzt auch nicht so genau, was das werden sollte bei mir. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mbappé. Interessanter Pass auf Ronaldo. Nein, 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 nein. Okay. Wenigstens noch die Ecke. Das war ja totaler Quatsch eben. Jordan Henderson wollte gerade den filigranen Abschluss spielen. Oh, Glück gehabt. Da war doch Lampard schon wieder einschussbereit. Wie gesagt, ich habe ja mal vor einigen Tagen, das könnt ihr mal angucken, auch ein Video gemacht, welche Aufstellung im MyClub-Modus die beste ist. Wobei das ist natürlich immer sehr subjektiv. Am Ende des Tages ist natürlich die beste Aufstellung, mit der ihr am besten spielen könnt. Das ist schon klar. Aber gewisse Sachen gibt es da schon, wo man drauf achten kann. Ja, und insofern habe ich da natürlich auch ein, zwei Empfehlungen ausgesprochen. Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Video geworden. Ja, danke. Ja, was will man denn bei sowas noch sagen? Wisst ihr, das ist genau das.
An einem normalen Tag schießt du aus diesem zweiten, aus dieser zweiten Chance einfach kein Tor. Und heute mache ich die Dinger einfach rein. Fonzie Davis. Na, ich weiß auch nicht so richtig, wo ich gerade hin wollte mit dem Ball. Egal. Ja, war abseits. Alles gut. Wahnsinn. Zweimal Lampard. Oder war es dreimal sogar? Ja, wenn es läuft, dann läuft's. Kann man auch nichts anderes zu sagen. Wie gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, so wie heute, mal relativ spontan oder auch mal nicht spontan PS zu streamen. Alle, die PS auf unserem Kanal mögen, keine Sorge, Hauptspiel wird auch die nächsten Jahre der Fall sein. Das werde ich immer bedienen.